Was mich nervt, ist Folgendes. Wenn ich zum Beispiel hier ein Fenster habe, Alt-Klick auf das Fenster, dann ist es relativ einfach. Ich zeige die Öffnungsrichtung und es ist da. STRG Z. Also ich habe mit Alt-Klick das Fenster übernommen. Dann will ich vielleicht mit diesen Einstellungen ein anderes Fenster machen. Also mit STRG Alt-Klick gehe ich auf ein anderes Fenster. Und sollte es jetzt eigentlich so eingestellt haben wie das andere. Wenn ich jetzt versuche, sieht man, dass die Ausrichtung überhaupt nicht passt im Vergleich zu vorher. Weil mit Alt-Klick nicht alle Einstellungen mitgegeben werden. Und jetzt müsste ich das Fenster noch spiegeln. Oder drehen. Weiß ich auch nie. Muss ich suchen. Und wie gesagt, das ist nicht wirklich anwenderfreundlich. Und drehen. Auch nicht. Also es lässt sich dann nur wieder über die Dialogbox richtig einstellen. Und das nervt mich.